Also wir bringen dir Jesse Richter, 25 Jahre alt, ja. Möglicherweise unklare Synkope beim Duschen. Mhm. Der Freund, Herr Linken, war nebenan, hat noch einen Schrei gehört, ja. Hat die Tür mit der Schulter aufgeremmelt, hat sich dann hier an der Schulter verletzt. Das mit meiner Schulter war mir eigentlich total egal. Mit meinen Gedanken war ich nur bei Jesse. Ich habe gehofft, dass natürlich nichts Schlimmes ist. Wie war bisher soweit bei uns unauffällig? Der Freund hat sie auch noch angezogen. Stefanie haben wir jetzt vorsorglich drauf gemacht. Es war sonst alles unauffällig. Bis auf was uns aufgefallen ist. Frau Richter, ich würde mal ganz kurz dem Arzt hier das zeigen. Auf beiden Seiten sieht es hier schon aus wie Verbrennung. Ja. Ne? Ansonsten keine Vorerkrankung, gar nichts. Keine Allergien. Hat von uns jetzt Sauerstoffinfusion bekommen. Mhm. Ist jetzt natürlich ein bisschen durcheinander und auch geschockt durch das Geschehen. Wir haben hier noch eine Kopfplatzwunde, nicht besonders tief, aber doch sehr imposant. Okay. Meine Patientin hatte verschiedene Symptomatiken aufzuweisen. Das Wichtigste für mich war in diesem Fall, warum ist meiner Patientin schwarz vor Augen geworden unter der Dusche? Warum ist sie kollabiert? Warum ist sie gestürzt? Des Weiteren eben galt es, die Hautreizungen im Achselbereich zu klären. Hallo, guten Tag. Können Sie mich hören? Ja. Okay, dann erzählen Sie mal, was passiert ist und machen Sie mal die Augen weit auf. Ich hatte ganz starke Kopfschmerzen. Nee, Augen auflassen bitte. Ich weiß, es ist unangenehm. Ganz starke Kopfschmerzen. Ja, bitte ein bisschen. Luft bekommen Sie genug? Ja, ich kriege Luft. Und plötzlich war alles dunkel und es war alles weg. Mhm. Dann, wie kann ich mir das vorstellen? Sie waren in der Dusche und sind dann umgekippt. Sind Sie ausgerutscht oder war Ihnen schwarz vor Augen und sind daraufhin umgekippt? Ich hatte ganz starke Kopfschmerzen, als ich mir die Haare gewaschen habe. Und dann plötzlich war ich mir schwarz vor Augen. Okay, und ich habe hier unter den Achseln gesehen, da ist die Haut sehr gereizt. Haben Sie irgendwelche Allergien oder benutzen Sie irgendein Waschmittel, das Sie vorher nicht benutzt haben? Oh. Kannst du nur mal eben schauen, ob wir nähen müssen? Ansonsten würden wir es jetzt reinigen. Erstmal reinigen, ich nähe das. Wir geben sie aber vorher noch ins CT. Klar, nee, wir wollen das so sauber machen und einmal abdecken. Damit einmal Ja, du meldest den CT an, ich mach's sauber. Frage, bevor wir sie ins CT schicken, da sind Sie schwanger? Nein. Wir würden trotzdem, wir machen trotzdem vorher einen Schwangerschaftstest in dem Alter. Ja. Weil ich will sie nicht mit Strahlen belasten. Mhm. Gut, ich werde jetzt einen Bodycheck machen. Noch weiß Alexander Klaas nicht, warum Jesse unter der Dusche kollabiert ist. Auch der plötzlich auftretende Kopfschmerz gibt dem Arzt Rätsel auf. Ob möglicherweise die Auffälligkeiten unter ihren Achseln etwas damit zu tun haben, muss er nun klären. Gut, dann sage ich Ihnen jetzt, was wir machen werden. Wir werden Ihnen jetzt auf jeden Fall etwas Blut abnehmen. Dort werden wir schauen, dass eine Schwangerschaft auf jeden Fall auszuschließen ist. Dann werden wir auf die Entzündungsparameter schauen. Mir ist es jetzt vor allem wichtig, warum Sie umgekippt sind. Und dann ist es ja jetzt nicht normal, und wenn Sie nicht ausgerutscht sind, hat das irgendeine andere Ursache. Sind irgendwelche Herzvorerkrankungen bei Ihnen bekannt? Ja. Dass Sie vielleicht vorflimmern oder irgendwie sowas haben? Ja. Oder ist Ihnen etwas bekannt, was uns weiterhelfen könnte? Ja, sie ist in der Dusche gestürzt halt. Ja. Ne? Ich habe einen dumpfen Knall gehört, bin dann sofort hoch, habe die Tür dann aufgebrochen. Und wie sah es in der Dusche aus? Also es war ziemlich nebelig, es war alles voller Deo, also richtig extrem viel Deo und Parfüm gemischt. Ja, und dann habe ich sie dort stark blutend vorgefunden. Bei der Fremdanamnese berichtet der Freund, dass diese Treibgase, die besonders in Deo-Sprühflaschen zu finden sind, dass die im ganzen Raum verteilt waren. Das heißt, eine Atmung war kaum möglich. Das könnte natürlich eine Ursache für den Kollaps meiner Patientin sein. Die Kollegin meinte, Sie hätten sich an der Schulter verletzt? Ja, ich habe beim Türaufbrechen ist er... Wir werden es Folgendes machen. Sie geht rüber ins CT. Wir warten schon auf uns. Ah, sehr gut. Und Sie würde ich bitten, dass Sie einmal kurz das Hemd ausziehen. Ja. Weil ich würde Sie gerade untersuchen. Vorsicht. Die weitere Vorgehensweise bei meiner Patientin war, dass ich sie in die Bildgebung schicke. Ich wollte ausschließen, dass eine knöcherne Verletzung des Schädels oder der Halswirbelsäule vorlag. Des Weiteren musste natürlich die Kopfplatzwunde genäht werden. Außerdem wollte ich die Patientin hier auf Station zur Beobachtung da behalten. Tut das hier schon weh, wenn ich... Das tut schon weh, okay. Dann jetzt einmal den Arm. Soweit wie es weh tut, jetzt tut's weh? So ein bisschen, ja. Höher geht's nicht? Ein bisschen noch. Okay, jetzt einmal mit Gegenwehr. Okay, das reicht schon. Jetzt hier nach innen ziehen. Dann können Sie mal, dass ich das im Seitenvergleich sehe. Einmal die Arme ausstrecken, drehen. Okay, also da kann es sein, dass Sie sich da etwas zugezogen haben.
Ich würde da eigentlich gerne ein Röntgenbild von. Also okay. Sie sind jetzt nicht der Hauptpatient, ja, aber bevor ich da irgendwie eine Absprengung oder so ein Haarriss da übersehen habe, weil Sie sind ja jetzt recht kräftig und wenn Sie mit voller Wucht gegen eine Tür, da kann es schon sein, dass hier am Gelenk eventuell was abgesprengt wird. Und ich will nicht, dass Sie damit nach Hause gehen. Nee, okay, ja? Klar. Falk hat jedoch vom Arzt die Erlaubnis erhalten, seine Sachen für die Übernachtung von zu Hause zu holen. Jesse kommt zur Beobachtung auf Station. Dass sie trotz massiver Hautreizungen unter den Achseln auf ihre tägliche Körperpflege nicht verzichten will, ist auffällig. Und hat einen Grund. Schatz, könntest du mir von zu Hause Klamotten mitbringen und Badsachen, meine Schminksachen und auf jeden Fall Shampoo und Deo? Ist wichtig. Na klar, hol ich dir. Fahr daneben, ne? Tschüss. Gut. Dann gucke ich mal, dass ich Ihnen noch Wasser besorge, ne? Und sag dem Arzt Bescheid, dass Sie jetzt hier drin sind und dann würde der auch gleich kommen. Ich habe Frau Richter in das Zimmer von Frau Tauber gepackt, weil ich mir dachte, die zwei Frauen, die kommen schon ganz gut miteinander klar. Bin dann raus, weil ich noch ein paar Dinge zu erledigen hatte und musste dann doch schneller wieder in dieses Zimmer, als ich gedacht hätte. Hey Daniela? Ja? Kann ich mal dein Shampoo benutzen? Ja klar. Ach, bin danke dir. Danke dir. Kein Problem. Oh nein. Was ist denn jetzt passiert? Kopfschmerzen ist schon wieder gekommen. Ich habe jemanden gerufen, es müsste die Schwester müsste sofort hier sein. Oh Gott. Frau Taub. Was? Ach so. Nee, die Jessie ist zusammengeklappt anscheinend. Ich weiß es Frau auch Richter. Nicht. Frau Richter? Ja, diese Kopfschmerzen ist einfach schon wieder gekommen. Wenn ich jetzt nicht sind Sie umgekippt oder haben Sie sich hingesetzt? Ich bin runtergerutscht. Aber wenn ich jetzt nicht mal mehr duschen kann, dann ist alles aus. Ich brauche mal eben ein Handtuch. Frau Richter berichtete mir von einem erneuten Kopfschmerz durch das heiße Wasser, weil sie duschen gehen wollte. Und daraufhin ist sie natürlich auch zusammengesackt und weinte dann auch ganz fürchterlich und erzählte mir von einem weiteren Problem. Doch wie das mit dem einen in Zusammenhang stehen sollte, das war mir echt ein Rätsel. Was haben Sie gerade gesagt? Aus. Wenn Sie nicht mehr duschen können? Ja, Falk verlässt mich. Ach, das ist Ihr Freund? Ja, oh Gott. Ich glaube nicht, dass er Sie verlässt, weil Sie nicht duschen können. Das ist ja jetzt auch nur eine vorübergehende Situation. Nein, wenn ich nicht duschen kann, dann stinke ich einfach. Ja, das tun wir alle. Das ist so. Nein, einfach so extrem ekelhaft nach Fisch. Und deswegen muss ich total auch duschen. Nach Fisch? Ja, es ist wirklich widerlich. Es ist absolut ekelerregend. Und wenn ich nicht immer irgendwas dagegen tue und immer duschen gehe, der wird mich auf jeden Fall verlassen. Es ist so ekelhaft. Beruhigt Sie das, wenn ich Ihnen sage, dass ich das so gar nicht wahrnehme, wie Sie das gerade schildern? Ja, weil ich ja noch oft genug geduscht habe. Aber wenn ich das nicht mehr kann, weil ich jedes Mal zusammenklappe. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Der Arzt müsste jetzt sowieso gleich kommen. Und vielleicht kriegen wir da irgendwas zu hören, was Aufschluss gibt, warum Sie gerade im Moment nicht vernünftig duschen können, weil Sie zusammenklappen. Ja? Bislang hat Jessie ihr Geruchsproblem verschwiegen. Aus Angst. Bis zu dreimal täglich muss sie duschen, um dem unangenehmen Fischgeruch vorzubeugen. Wodurch dieser verursacht wird, weiß die 25-Jährige jedoch nicht. Sie hat mir etwas erzählt. Also, wenn Sie möchten. Ja, raus mit der Sprache, was? Es ist, dass ich rieche einfach immer total nach Fisch. Ich stinke immer extrem schnell und deswegen dusche ich sehr viel. Und ja. Nutze auch immer sehr viel Deo und Parfum, damit man das nicht so riecht. Und ich habe so Angst, dass mein Freund mich einfach verlässt, wenn er das merkt. Und wenn ich nicht mehr normal duschen kann hier, wenn ich jedes Mal zusammenklappe und unter der Dusche stehe, dann... Und seit wann ist das so? Schon lange Zeit. Ich weiß es nicht genau. Es hat irgendwann angefangen und dann habe ich einfach bekämpft mit mehr Dinge. Ja, kurze Frage beim Gynäkologen. Deswegen waren Sie, dass man eine Vaginose halt ausschließt? Nee, ich war nicht beim Arzt. Es ist immer so. Sie waren noch gewesen. Gar nicht beim Arzt. Nee. Wir werden Folgendes machen, eins nach dem anderen. Erstmal gute Nachricht, Ihr Kopf hat nichts abbekommen. Die CT-Bilder vom Schädel und von der Halswirbelsäule meiner Patientin waren ohne Befund. Da war ich auf jeden Fall sehr erleichtert. Was mir halt Sorgen gemacht hat, waren Ihre entzündeten Achseln. Aber das mit dem Deo, das würde das auf jeden Fall erklären, dass der übermäßige Gebrauch das veranlasst hat. Und Sie müssen mir jetzt noch mal genau erklären, wie das kommt unter der Dusche. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie erzählen Sie einfach, weil das ist mir noch ein Rätsel. Ja, wenn ich duschen gehe und
Ich tue den Kopf unter die Dusche und das Wasser kommt auf meinen Kopf. Dann kriege ich plötzlich so einen massiven, ganz extremen Kopfschmerz, der sich einfach über die gesamte Kopfhaut zieht. Ja, das heißt, wenn heißes Wasser, also ich nehme an, wenn heißes Wasser auf Ihren Kopf kommt, was ich mir auf jeden Fall erklären kann, das ist so ein sogenannter Vasospasmus. Das heißt, auch im Gehirn sind natürlich Gefäße, auch kleinste Gefäße, und die ziehen sich auf Reize möglicherweise zusammen. Das kann ich mir auf jeden Fall erklären, weil Sie haben ja in der ganzen Haut Druckrezeptoren, auch Thermorezeptoren, das heißt, die reagieren auf Temperaturunterschiede. Das heißt, die Gefäße im Gehirnbereich gehen zu aufgrund dieses Reizes und die Patientin wird kolaptisch und kippt um. Da werden wir auf jeden Fall mit unseren Neurologen noch drüber sprechen. Bleibt immer noch zu klären, woher der strenge Geruch kommt. Arzt Alexander Klaas hat eine Vermutung. Wie Jessys Freund jedoch auf die Krankheit reagieren wird, ist unklar. Dann mit ihrem Symptom, dass sie nach Fisch riechen. Es gibt diese sogenannte Fischgeruchskrankheit. Trimethylaminurie nennt sich das. Das ist eine vererbliche Krankheit. Daher habe ich halt gefragt, ob das in ihrer Familie schon vorgekommen ist. Sie müssen sich das so vorstellen, normalerweise wird dieses Trimethylamin in der Leber gespalten in zwei Moleküle, die riechen nicht. Wenn jetzt aber die Leber so einen Gendefekt hat, dann bleibt dieses Molekül Trimethylamin, also 1, und wird über den Urin oder über den Schweiß halt ausgeschieden, und das macht dann diesen Fischgeruch. Das werden wir noch eindeutig identifizieren. Da gibt es aber auch Metronidazol als medikamentöse Therapie gegen. Also, ist das behandelbar? Das ist auf jeden Fall behandelbar. Sie müssen halt nur sagen, weil nur Menschen, die reden, denen kann man helfen. Die zwei Symptome meiner Patientin, zum einen der Gefäßspasmus im Kopf, der ist meiner Meinung nach schlecht therapierbar. Da muss sie einfach etwas weniger warm duschen oder mit Wechselduschbädern die Kopfhaut und die Thermorezeptoren eineichen, damit sie nicht überreagieren. Das ist das eine. Zum anderen, bei der Fischgeruchskrankheit kann man meiner Patientin mit Medikamenten helfen, unter anderem mit Metronidazol. Das wird 14 Tage eingenommen, dann sollte es eigentlich verschwunden sein. Hi Schatz. Alles gut? Hi. Ja, es gibt da was, was ich dir sagen muss. Was ist los? Ich habe so eine Krankheit und... Was ist eine Krankheit denn? Ja, das ist so ein Fischgeruchssyndrom oder sowas, so eine Krankheit. Ja, und deswegen rieche ich halt sehr leicht und deswegen muss ich auch so oft duschen. Aber der Arzt hat gerade gesagt, dass das behandelbar ist und dass das Gott sei Dank hoffentlich bald weggeht. Ja, mach dir mal keine Sorgen, das kriegen wir schon hin, ey. Hauptsache, du wirst so wieder gesund mit deinem Kopf und so. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin so erleichtert, dass es jetzt einfach raus ist. Ach, Quatsch. Ich habe das immer irgendwie versucht zu verbergen, weil das ja auch super unangenehm ist. Kann ich mir vorstellen, aber das kriegen wir alles hin. Mach dir keine Sorgen. Ich liebe Jessie und daran wird sich auch nichts ändern. Das mit dem Geruch, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das stört mich nicht. Ich habe übrigens die Röntgenbilder mir bei Ihnen angeschaut. Da ist also am Gelenk alles in Ordnung. Okay, super. Eine Woche Sport aussetzen, okay. Dann sind Sie wieder ganz fit. Wenn noch was sein sollte, super. Meine Kollegin ist noch hier. Ansonsten bin ich jederzeit erreichbar, ja? Danke, Rosa. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Nach der Einnahme eines Lebermedikaments konnte Jessie das Problem mit dem Körpergeruch schnell wieder in den Griff kriegen. Auch die Kopfschmerzen sind beinahe verschwunden, seitdem sie ihre Kopfhaut langsam an warmes Wasser gewöhnt.